Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Campus. Wir sind in Pebbly Ruins durch, haben den dritten Stern, also geht es auf in die nächste Stadt nach Muxkau. Bewahre die Geheimnisse des Countys, indem du Maulwürfe entlarvst und die Spionage von morgen ausbildest. Nein, die Spione von morgen ausbildest, nicht die Spionage. Mensch, wenn wir uns schon richtig lesen. Also hier wird offensichtlich der Fokus auf Spionage liegen, das dürfte interessant werden. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr seid's auch. Zwölf Jahre später. Wie wäre es wohl, ein Spion zu sein und ein Leben voller Spionage, Flugzeugsnacks und geheimen Geschäften zu führen? Klingt doch sehr romantisch. Bis einem klar wird, dass unser Geheimdienst in Murkskau sitzt, der abartigsten Stadt des Countys. Und das ist nun wirklich kein Geheimnis. So, anscheinend gibt es hier was zu kochen, wenn das denn uns gehört. Lizenz zum Grillen. Willkommen bei Roach Burger, der beliebtesten Burger-Restaurantkette im Kakerlaken-Stil, aber gänzlich kakerlakenfrei. Das County. Aber wem jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, sollte wissen, diese Filiale ist eine Front für den Two-Point-Geheimdienst. Du wirst die Verantwortung für den Ausbildungscampus für Spezialagenten übernehmen. Zu deinem, genau genommen aller unser Leidwesen, ist den Feinden des County aufgegangen, dass sie unsere Operationen infiltrieren können, indem sie sich für den Campus bewerben. Ganz schön raffiniert, was? Also, wir haben Spionageschule und Gastronomie und können 20 Studenten aufnehmen. Und anschließend sofort entfernt werden. Willkommen bei Roach Burger, Heimat des Roach Burgers. Möchtest du eine Serviette? Serviette, das ist das Codewort. Moment, hat dir niemand gesagt, was das Codewort ist? Sagen wir einfach, ich bin vom Geheimdienst und werde regelmäßig vorbeischauen und nachsehen, wie alles läuft. Nun ja, genau genommen ist das exakt die Wahrheit. Ende der Durchsage. So, also, wir brauchen einen Vorlesungssaal. Mach ich jetzt einfach mal hier so hin. Flupp. Flupp. So schnell kann es gehen. Hat das eigentlich... Achso, doch, das hat einen Lerneffekt. Da war ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich schaue mal kurz Temperatur. Oh ja, es ist kalt. Das heißt, wir dürfen wieder heizen. Ich mache mal einen großen Heizkörper und stelle ihn mittig auf. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen sinnvoll ist. Nein, wir werden keine Freunde. So, next. Ein Gadget-Labor. 6x5 brauchen wir dafür. Nehmen wir doch 6x7. Jetpack-Station. Oh, nice. Warte mal, die kommt hier hinten schön an die Front. Haben wir hier irgendwas? Geheime Formel? Nee, nicht wirklich. Und auch hier stellen wir einen großen Heizkörper auf. Ein, zwei Bildchen noch. So, das hätten wir. Dann erstmal ein... Ach, guck mal, direkt einer, der inspirieren kann. Sehr schön. Und dann holen wir uns noch einen Chefkoch dazu. Zack. Ja, dann würde ich sagen... Was ist das hier für ein Raum? Achso, das sind einfach nur Tische, okay. Dann legen wir los. Wir können 10 Studenten für Gastronomie aufnehmen und 10 für die Spionageschule. Das passt mir ganz gut. Ich glaube, bei Gastronomie hatten wir noch gar nicht alles final erforscht. Kann das sein? Ich habe es gerade nicht mehr so ganz auf dem Schirm. 4 Studierende benötigen einen Schlafsaal. Ja gut, der Schlafsaal. Der kommt hier hin. Ja, ist eigentlich egal, welche Betten wir nehmen, aber wir nehmen, entscheiden uns trotzdem für die. Wisst ihr was, wir machen denn anders? Wir machen den ein bisschen kleiner. Ich hatte erst überlegt, 2 Reihen Betten zu machen, aber das macht nur bedingt Sinn. So, damit hätten wir den Schlafsaal. Was sind die Ziele? 3 Forschungsprojekte abschließen, Vorlesung und Studiengang mit Spionage. Im Studiengang Spionageschule mit Note B. Mhm.
Ach guck, ein Hausmeister haben wir immerhin eingestellt. Ihr hört Radio Campus und ich bin Felicity Bellbottoms. Die Stimme zum Soundtrack eures Erwachsenwerdens. Mit allen Höhen, Tiefen und Blamagen, die dazugehören. Ich glaube, Badezimmer und so, die brauchen nochmal zwei. Ne? Dann könnten wir hier noch ein Badezimmer hinmachen, ein sehr kleines. Mit entsprechenden Toiletten. Und zwei, drei Waschbecken, so zwei, drei Handföhne. Und einem Heizkörper. Zack. Ähnlich werden wir es mit dem Duschraum handhaben. Also ein Heizkörper hin. Kommt aber diesmal etwas mittiger. Und natürlich noch ein paar Handtücher. Okay, das ist jetzt genau blöd am Fenster platziert. Das möchte ich so nicht. Machen wir es so. Zack. 10.000 plus. Das ist doch mal ganz nett. So, dir ist da kalt. Das interessiert mich aber gerade herzlich wenig. Denn was brauchen wir noch für Räume? Bibliothek. Die mache ich mal hier so mittig rein. Und wir nehmen natürlich hier den großen Schalter. Plant euer Leben entsprechend. Moment, du tanzt etwas aus der Reihe, das möchte ich nicht. So. Also, wir brauchen. Nein, Forschologie, was ist denn? Wo ist denn Kochen? Ich sehe es gerade noch nicht. Bin ich blind? Wir haben doch wohl das für Kochen freigeschaltet, oder? Forschologie. Ich klicke mal kurz alles einzeln durch. Rittersport, Gegenkultur, Musikalität, Allgemeinwissen, Internetgeschichte, Archäologie, virtuelle Normalität. Da, Gastronomie. Ich war einfach nur blind. Ja, Bibliothek. Ich bin dran, ihr Lieben. Ihr kriegt gleich eure Bibliothek. So, und Spionage müssen wir mit Sicherheit freischalten. Ja. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen, der hier die Aufgabe des Bibliothekars übernehmen kann. Eine Lesekabine braucht ihr, sollt ihr haben. So, ein gutes Plus von 18.000, das freut doch, aber ich habe das Thema heute? Offenbar wurden auf dem Campus mehrere Individuen beim Verspeisen lecker aussehender Baguettes gesehen. Die große Frage ist nun also, ich drehe mal an der Temposchraube, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Das wissen wir nicht, aber bleibt dran. In der heutigen Show werden wir einige Theorien mit euch teilen. So, kommen neue Bewerber bitte. Yes, Gott sei Dank. So, und Hausmeister sollten wir doch mal den einen oder anderen nehmen. Und Mülleimer, Leute, wir brauchen Mülleimer. Ich hab ja, und Automaten, die sind ja doch gar nicht versorgt. So, ich werde hier eh einen kleinen Durchgang haben, deswegen stellen wir jetzt hier mal ein paar Automaten hin. Und dazwischen einfach Mülleimer. Ich habe den Heizkörper vergessen. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Wann haben wir den denn? Keine Ahnung. Die Feinde des County werden nichts unversucht lassen, um unseren Campus zu infiltrieren, unsere Operationen zu stören und die nationale Sicherheit zu gefährden. Die Fieslinge. Sie werden sogar Maulwürfe in unsere Spionageschule einschleusen, die sich als Studierende ausgeben. Hier hast du alles, was du über Maulwürfe wissen musst. Oha, dann schauen wir doch mal. Also, Doppelagenten. Die Studierenden der Spionageschule können Maulwürfe sein, die unsere Feinde eingeschleust haben. Maulwürfe sabotieren andere Studierende in ihrer Nähe und lenken sie vom Studieren ab. Finde Akte der Sabotage, indem du nach Wolken der Verwirrung Ausschau hältst. Einer der Studierenden in der Wolke ist ein Maulwurf. Verfolge die Wolke, um herauszufinden, zu welchem Studenten sie folgt und verweise dann den Verdächtigen, um zu erfahren, ob er der Maulwurf war. Alles klar. Moment. Okay, hier ist jetzt gerade Verwirrung. Das sind aber, glaube ich, alles nur
jetzt habe ich das... Zack. Der Geheimdienst kann bestätigen, dass der Campus jetzt frei von Maulwürfen ist. Ach, sehr schön. Das war er. Ja, perfekt. Ein Maulwurf erwischt. Wunderbar. Der Gewinn ist ein bisschen eingebrochen. Aber so weit, so unkritisch. Ja, ich habe keinen Pausenraum. I know. So, stimmt, den Forschungsraum. Ich glaube, ich sollte als erstes in ein Forschungslabor investieren. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Mache ich erstmal recht unspektakulär. Ich, Bürgermeisterin Tabitha Winstock, freue mich sehr, heute hier zu sein, wo immer hier auch sein mag. Wählt Winstock. Ne, Winstock, nicht Winstock. So, ja, guck, Patisserie 2 und Superchef können wir machen. Sehr schön. Und das Jackpot können wir auch verbessern. Da haben wir noch gar nicht im Unterricht nachgeschaut, ne? Kassetten sind in. Ja, also wie das so aussieht. Die kleinen rechteckigen Dinger, die ihr momentan alle hört. Einfach fantastisch. Oh, Seelsorge brauche ich auch dringend. Streaming ist unendlich, aber Kassetten. Kassetten so, enden. Mal. Rauch aufs Jetpack. Sie enden. In einem Moment hört ihr noch Musik und urplötzlich bäm. Alles aus. Genau wie bei uns. Ja, und schon sind sie wieder out. So, das müssen wir noch üben, mein Lieber. Okay, ich mach mal hier. Genau, ich hatte erst überlegt, hier einen großen Raum neben zu machen, aber das macht keinen Sinn. Wir machen stattdessen die Seelsorge hier hin. Metallkörper natürlich. Einen Mülleimer. Und ein Bildchen an der Wand. Zack. Oh, perfekt. Ein Multitalent. Sehr schön. Daneben machen wir noch eine Klinik. So. Die Studienberatung aufsuchen. So. Oh, da will jemand Seelsorge haben. Ja, sollst du kriegen. Ich habe jetzt alles dafür eingerichtet. So, wir forschen nochmal direkt drauf los. Hat einen Forschungsvorschlag erworben im Skript. Aha. Sportzentrum. Ist mir peinlich, mitten auf dem Campus Sport zu treiben. Wenn es doch nur ein Ort gäbe, extra zum Sporttreiben da ist. Das wäre mal was. Okay, das Sportzentrum klemmen wir uns vorerst. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich hier haben will. Ich liebäugel gerade mit einer Kombination... Nachhilfe. Ach, Nachhilfe haben wir auch noch ganz vergessen. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So, du geh mal zur Seelsorge. Nachhilfe ist natürlich schon wichtig. Aber wir haben momentan nicht unbedingt so mega viel Platz, deswegen ich überlege gerade, was macht mehr Sinn? Pausenraum. Nachhilfezimmer. Hier ein, wie heißt es denn, Studierendenzentrum bzw. Aufenthaltsraum. Schwierig. Warte mal, wir haben Grund zu einer... Ah, oh, ein Maulwurf. Dass es einen Maulwurf auf dem Campus gibt. Wo ist der? Dieser Lümmel. Noch sehe ich keinen. Du willst dir eine Stange Geld verdienen? Aber die Börse ist dir zu langweilig? Investiere in Banglecoin. Genau wie andere fiktive so. Kryptowährungen. Nur mit 40% weniger gesättigten Fettsäuren. So, ein Quatsch. Jetzt sagt mir doch mal einer, wer hier der Verwirrungsstifter ist. Ah, du. Wobei?
Einer von euch beiden. Die Frage ist nur, wer? Ich glaube, er. Ja. Zack. Sehr gut, der Maulwurf ist nicht mehr da. Wunderbar. Dann hätten wir den schon mal eliminiert. Warte mal, ich muss ja kurz was gucken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, okay, das wäre dann nicht ganz symmetrisch. Das würde meinen inneren Monk minimal triggern, aber ich werde es trotzdem so machen. Dann noch eine Heizung. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Fertig. Ihr kriegt dann mal alle Nachhilfe. Könnten wir jetzt auch hier... Weil das wird nicht der Aufenthaltsraum, das ist ja viel zu klein. Ich glaube, da werde ich den Personalraum hinmachen. So. Du weigerst dich zu zahlen, das ist ja frech. Oh, ein ganz kleines Minus. Das gefällt mir gar nicht. Sehr gut, du bist schon hier bei der Seelsorge angekommen. Das ist wunderbar. Dann machen wir jetzt mal hier den Aufenthaltsraum hin. Machen wir es so, dass es ein bisschen... Ja, ich mache es so in der Hoffnung, dass wir dann wirklich nur einmal einen Aufenthaltsraum bauen müssen und nicht zu... ja. Der ist ein bisschen spartanisch eingerichtet, so ein ganz kleines bisschen. So, dann hier für Partys. Noch mal ein bisschen was für zum Spaß. Wir haben euch Theorien versprochen und jetzt ist es soweit. Augenzeugen berichten, dass ein Imbisswagen auf dem Campus geparkt hat, wo nebst anderen Backwaren auch Baguettes angeboten wurden. Eine unschuldige Passantin berichtet von dem Schock. Jetzt ist der Platz erstmal und ehe ich mich versah, war er wieder weg und ich hatte ein lecker aussehendes Baguette in der Hand. Und hier wird es ein Upgrade geben, damit wir da auch mal ein bisschen in die Puschen kommen. Zweimal an der gleichen Stelle ein. Aber vielleicht sind uns die Backwarenwagen ja gewogener. Ach, die Heizung habe ich vergessen. Verdammt. Dann können wir jetzt hier auch mal, weil jetzt so der Rest des Gebäudes soweit steht, können wir auch mal auf den Fluren für entsprechende Wärme sorgen. Damit sich hier keiner einen abfröstelt. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So, wieder ein kleines Plus. Das ist schon besser, aber noch nicht gut genug. Ja, du gehst doch bald zur Seelsorge. So, diese ganzen Club-Sachen, stimmt, die habe ich ja auch noch nicht positioniert. Aber wir haben ja sehr viel frei... Oh, wir haben ja sehr viel Fläche eigentlich, die wir nutzen könnten. Wo will ich denn hinmachen? Also wir können hier auf dem Parkplatz auch an sich so die ganzen Buden aufstellen. Das fände ich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Das kommt mal weg. So, und den wichtigsten habe ich vergessen. Die Orbi-Stiftung, da kriegen wir doch ein bisschen Geld. Hausmeister bei den Witzis benötigt. Akademische Inspektion, gerne doch. Wünsche nach Bücherwurm, ja, sollt ihr alles kriegen. So, wo ist er, der Wurm? Da ist er. Das wird verkauft.
Ja, ich bin es, Tarkin Foxbridge. Ich bin hier. Zügle deine Begeisterung. Bringen wir es einfach schnell hinter uns in Ordnung. Machen wir. So, die Orbi-Statue wollte auch schon haben. Sehr schön. Und wisst ihr, was wir jetzt auch haben? Ein Wurm und einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssikowski.